Hoffmann hatte mir schon gesagt, ihr würdet Schwierigkeiten machen. So schade, dass euer Bruder niemals allein anzutreffen ist. Sein Blut ist ebenso gut wie das eure. Ich habe Corypheus geschworen, wir würden ihm Malcolm Hawks Blut bringen. So oder so. Was hat das alles mit meinem Vater zu tun? Der Meister will euch haben. Ich frage nicht nach seinen Gründen. Ich bin nur hier, um euch oder von mir aus auch diesem Corypheus zu sagen, dass eure Angriffe aufhören müssen. Corypheus, wir haben getan, was ihr uns befohlen habt. Euer Opfer ist hier. Ihr werdet die Oberfläche wiedersehen. Diese Waffe zehrt von eurem Blut, Hawk. Hier ist gefährliche Magie im Spiel. Das hier wird mich zu Corypheus bringen. Diese verfluchten Hurensöhne. Das verdammte Ding ist komplett versiegelt. Sicher gibt es einen anderen Weg raus. Da unten ist ein ganzer Turm. Fragen sich die Leute, warum ich die Oberfläche vorziehe. Meredith brennt möglicherweise gerade den Zirkel nieder, während wir hier unten festsitzen. Thank you.
in alle Ewigkeit. Sein Hunger gestillt, sein Zorn besänftigt, sein Verlangen gedämpft, sein Stolz gebrochen. So sei es, Namen des Erbauers. Ich kann nichts dagegen tun, dass sich die Wächter an diesem schrecklichen Ort der Dämonen bedienen. Aber niemand wird sagen können, meine Magie habe jemals einen von ihnen auf die Welt losgelassen. Wer war das? Ich habe das Gefühl, ich kenne diese Stimme. Sie klang wie Vaters, aber wie kann das sein? Ein Gutes hat es ja, in einem uralten, außerirdischen Gefängnis festzusitzen. Es gibt nicht besonders viele Templer. Alles hat eine positive Seite. Verglichen mit der Dunkelstadt könnte es vielleicht sogar ein Aufstieg sein. Es könnte ja als neues Hauptquartier für die Untergrundbewegung der Magier in Kirkwall dienen. Potenzial hätte es.